Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Dragon Quest Builders mit eurem Baubers. Jo, warum ich hier stehe, ich wollte euch einfach nur zeigen, hier läuft ständig die Fertigung mit Farben. Vor allem, wir werden ja Weiß sehr viel brauchen, deswegen habe ich da überwiegend produziert. Schwarz ist natürlich äußerst schwer herzustellen, weil für Schwarz braucht man Kaffeebohnen und tja, da haben wir halt leider nicht so viel. Ich habe jetzt gerade noch mal was angepflanzt. Gut, aber das ist heute nicht Thema. Ich bin auch mal gespannt, wie lang der Part heute wird. Denn wir werden jetzt erst einmal zu unserem Beiland springen. Ich habe da nämlich ein klein wenig vorbereitet, was ich euch zeigen will für die, die immer ein bisschen dran verzweifeln, was die Größen angeht von den Räumen. So, ich hoffe nur, das hat alles geklappt. Ja, jetzt fahr halt einfach los und laber nicht rum. Meine Güte. Ja, und zwar geht es um die Raumgrößen. Da gibt es ja so die ein oder anderen Größen, von winzig bis gigantisch groß. Und das hat natürlich mit der Anzahl der Bodenfläche zu tun, also mit den Blöcken der Bodenfläche. Und das wollte ich heute einfach nur mal kurz zeigen. So, ich kann auch wahrscheinlich hinspringen. Yep. Wir springen dann doch da mal ganz kurz hin. So, wo ist mein schlauer Zettel? Weil, naja gut, so viel schlauen Zettel brauche ich eigentlich gar nicht. Und zwar, jetzt so... Ups, das wollte ich jetzt nicht, ich wollte eigentlich nur ein bisschen rauszoomen. Also, der erste kleine Raum, das ist der winzige Raum, der muss mindestens 4 Blöcke haben. 4 Blöcke ist eigentlich, wenn dann, ein Gang, aber mehr ist das ja eigentlich nicht, weil was willst du da groß stellen? Du kannst natürlich ein Feld machen, 2x2. Dann kannst du vielleicht Kisten reinstellen oder sowas und könntest vielleicht so einen kleinen Lagerraum oder einen winzigen Lagerraum machen. Haben wir ja gesehen beim Schloss. Die nächste, und da hört quasi das dann auf, also bei 15 Blöcke ist quasi das maximal hier. 15 Blöcke ist dann quasi der große winzige Raum. Ab dem 16. bis zum 35. haben wir dann den kleinen Raum, also 35 Blöcke. Davon gehe ich immer von der Bodenfläche aus. Ich habe es jetzt immer so gemacht, dass ich 5 hoch habe und dann dementsprechend rüber, dass man das ein klein bisschen besser sehen kann. Also 35 Blöcke ist dann der kleine Raum und ich finde, der kleine Raum, der bietet dann zumindest schon mal ein bisschen Platz. Das ist auch etwas, was Butz zum Beispiel braucht, weil ich nochmal nachgeguckt habe, dem seine Bude werden wir jetzt dann mal herrichten. Der braucht einen kleinen Raum, also 2 Herzen. Und von daher 35 Block, das nutze ich natürlich aus und ich hoffe, der akzeptiert es dann. Die nächste Größe sind dann schon von 36 Blöcken bis zu 63 Blöcken, keine Ahnung, womit das zusammenhängt, dass es 63 sind, ist dann der normale Raum. Also da hat man auf jeden Fall viel Platz, um irgendwelche Sachen zu stellen und kann das auch richtig schön einrichten. So, dann kommen wir schon zum großen Raum. Der hat 99 Blöcke. Also in dem Moment, wo ich jetzt zum Beispiel hier die 2 weghaue, haben wir dann einen gigantischen natürlichen Raum. Das seht ihr links oben, da wo das Häuschen ist, über der Grafik. Na, da hätten wir dann nämlich schon den gigantischen großen Raum. So, jetzt muss ich nur ganz kurz, das will ich ja wieder zurückhaben, so wie es sein soll. Ne? So, kurz stellen wir es wieder hin, dann ändert sich der gigantische Raum wieder auf den normalen großen Raum. Großer natürlicher Raum. Naja, natürlich deswegen, weil mit Holz. So, und das größte von den gigantischen Räumen sind dann 150 Blöcke. Und 150 Blöcke, da hast du auf jeden Fall, also das ist das Maximum, was möglich ist. Sobald du einen mehr hast, wird das nicht mehr als Raum erkannt. Und 150 Blöcke, da kann man schon ein wenig was machen. Also, ja gut, einteilen kann man es natürlich nicht.
in irgendwelche Räume, aber es wäre halt zumindest ein gigantischer Raum. Und ich glaube, Lulu möchte einen gigantischen Raum haben. Also können wir uns da schon mal drauf einstellen, wo setzen wir der ihr Reich hin? Okay, ich zeige euch das Ganze nochmal so ein bisschen als Überblick auf der Karte. Also die Dimensionen sind im Grunde ganz klar. Am liebsten würde ich immer so um den großen Raum mit den 99 Blöcken etwas bauen, weil da hast du ja auf jeden Fall Platz, um was zu stellen. 150, das verläuft sich einfach zu arg. Der Raum ist dann einfach zu gewaltig. Ich denke, vollkriegen kann man den auch, aber mit was? Also 99 Blöcke, denke ich mal, ist so das Ideal. Ja, so zwischen 63 und 99. Ich denke, so bei 75 bis 80 Blöcken wird eine schöne Größe sein, um auch wirklich was einzurichten, dass es noch gut ausschaut. So, das wollte ich heute euch auf jeden Fall mal zeigen. Und von daher geht es jetzt erst einmal flugs zurück. Ja, ich will. Ja, fahr los. Ah, das hätten sie wirklich kürzen können. Willst du hin? Ja, und dann zack, los. Vielleicht noch, ja, dann alle Mann an Bord und wir fahren und fertig. Aber hier so viel Text jedes Mal. Jo. So. So, zum einen möchte ich euch natürlich noch zeigen, wie denn das Obergeschoss geworden ist auf unserer Pyramide. Die Lebensbäume, die ich da hingemacht habe. Da habe ich ja so einen kleinen Schrein hingebaut. Das würde ich euch gerne zeigen. Deswegen hüpfe ich da gleich zack zu meiner Käferkarre, die ich da oben geschickterweise geparkt habe. Und ich denke, ich werde die auch nutzen, dass wir das Ganze hier mal von oben betrachten können. So. Also ich finde, das hat irgendwas. Also ich finde, es schaut irgendwie cool aus. Ich habe dann seitlich hier noch ein bisschen dekoriert mit Sträuchern und Blättern. Was mir ganz gut gefällt, ist, dass der Baum ja im Grunde hier so reingeht in ups, runter wollte ich. Hier so reingeht in das Mauerwerk. Also in den oberen Rahmen. Das ist nämlich ein bisschen gefummelt. Das ist, naja. So, runter. Jep, hat gepasst. Super. Nein. Ich wollte eigentlich oben drauf, aber ist egal. Ah, und ich habe dann noch das Glück, die Blumen zu finden mit den Schmetterlingen. Die bieten sich hier hervorragend an, finde ich. Und jetzt gehe ich mal in die Ego-Perspektive. Da nur so ein kleines Wasserloch gemacht. Da ist halt schade, wenn ich die Steine hier unten wegmachen würde, dann würde man das von unten sehen. Von daher lasse ich das halt einfach. Und ja, mir ging es einfach nur hier darum, dass ich so diese Figur da stehen habe. Hier habe ich einen Grabstein hergestellt. Hat eine Atmosphäre, finde ich. So, und man kann natürlich auch hier nach oben klettern. Das habe ich mir dann erlaubt, hier Ranken herzumachen, dass man auch hier mal ganz nach oben kommt. Das hat mich fast wieder runtergepfiffen, das ist wieder typisch. Ja, ihr könnt mir ja sagen, was ihr davon haltet, wie ihr das findet. Gerade jetzt halt bei Nacht schaut es natürlich cool aus mit den ganzen Lampen, die wir da haben. So ein bisschen hier rüberblicken. Ja, also hier drüben wird auch noch jeder so sein Eigenheim finden. Direkt beim Restaurant. Ich werde hier wahrscheinlich nochmal ein Haus reinbauen, an die Stelle hier. Und ja, da wird jeder so sein Domizil bekommen. Auch Ordelia werde ich wahrscheinlich hier ausquartieren. Die wird ein neues Ding bekommen, ein neues Haus. Gut. Aber was ich vorbereitet habe und was ich jetzt machen werde mit euch gemeinsam, das ist die Hütte vom Butz. So, der macht mir natürlich Kopfzerbrechen,
Weil wenn ich jetzt mir hier so, ich habe auch die Ecke ein bisschen anders gestaltet, wenn ich mir jetzt die Ecke nehme ich hier so, wenn ich mir den Putz nämlich hier so anschaue, Größe 2, das müsste ich damit erreicht haben. Einen Stil von 4 und die Atmosphäre frech. Das finde ich ganz schön frech, weil die Atmosphäre musste erstmal hinbekommen. So, jedenfalls, wir brauchen ein Bewohnerschild. Ich guck mal, ich müsste normalerweise noch eins haben. Ach ja, da ist mir aufgefallen, die einfache Tür. Ich habe die nämlich mit meinem Ultihammer weggeklopft und dann war die quasi als neu hier gestanden. Das heißt, dass die sich quasi umgedreht hat und ich die dann dementsprechend als neu bekommen habe. Also finde ich auch interessant. Was habe ich denn noch eingesammelt? Ach ja, ich habe die röstende Rübe habe ich noch eingesammelt. Die hatte ich anscheinend noch nicht. Und Weißbirke habe ich noch mal eingesammelt. Keine Ahnung, ich dachte, die hätte ich mittlerweile. Aber dem war wohl nicht so. Ihr seht auch, mein Inventar ist sehr mager geworden. Ich habe sehr viel aussortiert. Ich habe jetzt quasi die letzten drei Dinge mal wieder Platz geschaffen. Da sind auch einige Sachen dabei, die man echt im Grunde auch löschen kann. Weil ich halt, nein, das nicht. Das brauchen wir, das trockene Gras, um unser Futter herzustellen, unser Monster-Mumpfies. Deswegen dürfen wir die nicht löschen. Steine sind egal. Nein, nicht herausnehmen, bitte löschen. Weil das haben wir ja unendlich, das Zeug. Das Öl haben wir, glaube ich, auch unendlich. Löschen bitte. So, gut. Damit haben wir das. Ach halt, ich wollte ja das Namensschild gucken, ne? Wo ist es da? Ich war direkt drauf schon. So, dann machen wir hier mal eins raus. So, was brauchen wir noch? Wir bräuchten ja normalerweise auch ein Bett für ihn, ne? Dann würde ich sagen, hängen wir das Schild zum einen. Obwohl, ne, doch, du kannst die gleich mal rausnehmen. Die brauchen wir sowieso. Das hängen wir woanders hin, weil da soll eine Lampe her. Nein, auch nicht da unten hin, sondern dahin. Und wieder mal haben wir Hunger. Wenn man so am Bauen und am Werkeln ist, dann vergeht es enorm schnell. So, jetzt gucken wir mal. Wir setzen. Oh, platziere viele neckische Nachtlichter. Alles klar, haben wir damit zumindest schon mal ein Tafelziel erfüllt. Das heißt, wir bräuchten noch 4 oder 5 dann. Ja, komm, gib her. 4 weitere, okay. Also 4 Tafelziele brauchen wir noch. Dann bekommen wir den besseren Topf. Das ist doch cool. So, zack, dahin. Wir brauchen natürlich eine Tür. Da müsste ich doch eigentlich auch noch welche haben, oder? Ist die weiter vorne? Ist die weiter hinten? Habe ich die rausgeräumt? Es könnte jetzt auch durchaus sein, dass ich die rausgeräumt habe, weil ich meine, die Dinger kann ich ja auch endlos herstellen. Muss ich ja nicht mit mir rumschleppen. Naja, 9 Stück hätte ich da normalerweise noch. Okay, her mit dir. Vielleicht werde ich auch die ganzen Sachen löschen, weil das ist ein Quatsch, wenn man das. Na. So, und? Raum? Wände sind rum. Gib mir einen Raum. Mag ich jetzt nicht. Er mag mir jetzt keinen Raum geben. Ah, jetzt kleiner frecher Raum. Alles klar. So, wer soll den Raum bewohnen? Natürlich der Butz. Ich wollte im Grunde den Butz nur deswegen hier haben, dass er direkt bei seiner Kneipe ist. Ansonsten sollte hier keiner wohnen. Also Babs kann auch hier bleiben, weil ich werde dann noch bei der Bahn eine Show-Ding hinmachen. So, hier wohnt Butz. Wir haben die Größe vollständig, wir haben die Atmosphäre vollständig. Okay.
Jetzt fehlt eigentlich dann nur noch der Stil, ne? Das Problem ist allerdings in dem Moment, wo ich hier was anderes mache. Was ein Raum, ja, das denke ich mir schon. Wir machen auf jeden Fall noch die Nachtlichter her. Da eins, dass wir das auch frech behalten können. Dann schauen wir mal, was haben wir denn noch einstecken? Im Grunde nicht viel, ne? Atmosphäre. So, wir können zum einen ihm ein schönes Bettchen herstellen. Was machen wir denn? Wir könnten ihn das karierte Bett machen. Dann haben wir das auch einmal eingesetzt, weil das ist ja auch wieder so, dass wenn wir das, das tue ich jetzt mal hier ins Inventar rein, dann müsste das als neu auftauchen normalerweise. Ne, nicht einmal. Dann taucht es auf unserer Karte neu auf. Außer ich habe das jetzt tatsächlich schon mal hergestellt. Da bin ich mir jetzt allerdings nicht sicher. So, guck mal, was du noch rausnehmen kannst. Vielleicht ein Paravent. Dann könnte man noch herstellen, weil wir brauchen ja... Oh ja, das Kneipenschild könnte man für ihn mit raus tun. Hat das Stil? Der Holzträger? Das ist natürlich. Wenn, dann bräuchte ich irgendwas, was normal ist. Wir könnten ihm... Natürlich. Das ist niedlich. Feuerschale ist halt cool, ne? Wir könnten nochmal zwei Goldschalen oder sowas herstellen für die Beleuchtung. Oder ich mache ihm Goldblöcke rein. Das könnten wir auch machen. Goldblöcke sind ja auch vom Stil her gut. Wo seid ihr? Da seid ihr. Dass wir ihm vier so Goldkacheln oder was reintun. Oder die 6 Stück. Dann tauschen wir das Eisen aus. Oh nein! Nicht 60 Mal. Stell dir mal gleich 10 her, Mensch. Ich bin mal gespannt, ob wir den Stil anpassen können. So. Wir gehen einmal auf den Hammer. Und dann am besten in die Ego-Perspektive. Okay, 2 Schläge brauchen wir da. Gucken wir mal, ob wir den Stil nach oben bekommen. Na komm. Ah. So. Jawohl, das Zimmer wird etwas schicker. Dann haben wir ein Bett für ihn. Der Stil ist natürlich schwer. Der ist wirklich schwer, schwer. So, dann stellen wir mal den Paravent noch her. Der bringt gar nichts. Okay. Das Bierschild, da wird er sich wahrscheinlich freuen drüber. Aber das bringt nicht wirklich was. Also machen wir mal hier einen Goldblock da noch hin. Goldblock hier drunter, das ist dann quasi, ja, da stellen wir halt noch Blumen her oder sowas. Ganz schwer, ganz schwer. Wir legen ihm auf jeden Fall noch ein neckisches Buch her. Das andere legen wir vielleicht dann da drüben hin, wollte ich jetzt gerade sagen, aber das geht nicht. Das legen wir ihm direkt neben das Bett, ja. Die Abendlektüre. Was könnten wir denn noch als Stilen machen? Also das Ding bringt ja jetzt halt gar nichts. Ja, also das bringt so gut wie gar nichts. Wir brauchen irgendwas, was das Ganze aufpeppt. Was können wir denn machen? Stil. Das steht halt nirgends mit dabei, ne? Das ist wirklich nicht schön. Was könnte denn noch Stil haben? Wir könnten ihm zum Beispiel noch eine Topfpflanze reinstellen. Weil ich möchte es halt nicht jetzt überladen mit irgendwelchen... Keine Ahnung. Das könnten wir eigentlich auch mal freischalten. Das sind so ein paar Sachen, die wir
Ja, gern gesehen beinhaltet oft Kostbarkeiten, ja, alles klar. Ich glaube, die Stöckelschuhe, die bringen auch Stil. Ich stelle ihm ein paar Stöckelschuhe rein. Na, wer weiß, Putz. Vielleicht magst du es. Ach ja, habe ich einen Tisch? Tisch. Man hat halt wirklich, man sieht es auch, man hat nicht wirklich sehr viel Platz in so einer kleinen Hütte. Machen wir mal hier. Es könnte sein, dass der hier recht guten Stil hat. Ich mache jetzt mal zwei Stück, ja. Dann weiß ich jetzt nicht, wenn ich die Lampen müsste doch eigentlich funktionieren, wenn ich die Lampen noch um eins hochhänge, dann müssten die doch trotzdem noch zählen. Ziel jetzt nach unten gegangen. Was hat es jetzt bitte ausgelöst? Das Buch? Oder der Tisch? Der Tisch, der den Stil jetzt nach unten hat? Nee. Eigentlich baut der Stil auf. Jetzt muss ich den mal setzen, weil das möchte ich jetzt kurz gucken. Ja, tatsächlich, ihr seht, der Tisch hier steht als neu im Sortiment jetzt. Okay, also. Stil ist schwer. Dummen? Ich beobachte einfach nur mal den Balken da auf der linken Seite. Also der ändert sich nicht wirklich. Das ist wirklich nicht schön. Mensch. Wir müssen natürlich schauen, dass wir auf jeden Fall das frech beibehalten. Ich verabscheue es, aber wir müssen wahrscheinlich mit diesen Schalen hantieren, mit den Goldschalen. Vielleicht weiß einer von euch, was man noch nehmen kann, um den Stil anzuheben. Ich weiß nicht, machen die Blöcke vielleicht was aus? Ich könnte das ja mal probieren. Ich kann die Dinger ja auch wieder vernichten. Der noch? Ne, der ist auch normal. Machen wir mal noch so ein Herzding. Ansonsten komme ich jetzt nicht drum rum. Müssen wir noch ein paar Feuerschalen machen. Mein gut, die brauchen wir eh die ganze Zeit. Gold habe ich jetzt mittlerweile en masse produziert. Mache ich gleich mal 20 Stück. Prächtig, aber der Stil ist halt noch nicht da. Macht der was aus? Nicht wirklich, ey. Das ist echt heftig. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht mit dem Mauerwerk auch zusammenhängt. Okay. Jetzt probiere ich Folgendes aus. Jetzt probieren wir mal Folgendes. Und zwar werde ich jetzt Goldblöcke herstellen. Ich weiß, dass ich da sehr viele habe. Trotzdem mache ich jetzt halt mal 50, weil ich bin jetzt zu faul, da zurück zu hüpfen. Dann gehen wir mal auf die Konvertierungskelle und tauschen mal die Blöcke aus. Dann sollte der Stil normalerweise
sich auch anpassen, ne? So, warte mal. Es ist echt blöd gemacht hier, wenn du irgendwas Werkzeug oder sowas wechseln willst. So, probieren wir es mal. Wir machen ihn jetzt. Wir machen ihm jetzt halt hier eine goldene Wand rein. Und? Yes, und dann haut es natürlich den Stil nach oben. Okay, alles klar. Nein, ich will nicht schlafen, verdammt. Ich will einfach nur mein Werkzeug mal ändern. So, da kann man es nicht platzieren. Kurz, du stehst im Weg. Dann können wir eigentlich den da auch wieder zurückstellen. Zack. Dann würde ich sagen, tun wir mal... Warte mal, eins zu... Ja doch, das müsste gerade hinhauen. Na, eigentlich reicht's, wenn ich das hier mache. Und? Na? Da hat sich jetzt irgendwie nicht viel... Doch, jetzt! Das braucht man nicht mal eine ganze Zeit lang, ne? So, dann machen wir dir natürlich die Wände auch noch. Aus Gold und schon haben wir das hier. Das Zimmer wird schicker. Damit haben wir den Butz seinen Wunsch erfüllt. Na, da bin ich doch froh. Aber warum dauert es immer so lange hier? Schade, dass man das nicht abbrechen kann. Na komm. Heiermeier. Okay. Also. So, jetzt. Ach, das geht nicht. Wir stehen in der Luft. Das geht nicht. So, deswegen ist es auch nicht gut, wenn ich den Blumentopf da draufstelle. Schauen wir mal, wie viele Blöcke haben wir denn noch? Acht Blöcke haben wir noch. Das heißt, es müssten 2, 4, 6. 8. Dann hat er ein goldenes Domizil. Da muss ich natürlich nochmal die Blöcke ein bisschen verändern. Und ich werde auf jeden Fall auch schauen, dass ich... das Dach noch oben drauf ziehe, aber da braucht er mir ja nicht zugucken. So, den habe ich für dich hergestellt. Also kriegst du den auch. Zum kriegst noch ein Herzdingchen hin. Ja, ich werde noch Vorhänge hinmachen. Ich werde natürlich noch ein Dach machen und ja, dass das Ganze recht neckisch ausschaut. Okay. Ja, wie gesagt, heute ist der Part mal ein bisschen kürzer. Und ja, trotzdem hoffe ich natürlich sehr, dass euch der Part gefallen hat. Lasst mir gerne ein Like da und es würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dann auch wieder mit zuschaut. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend, schönes Wochenende, schönen was auch immer. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.